Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über Gott und die Welt. Heute zu Gast bei uns an der Hochschule in Heiligenkreuz ist Dr. Hinrich Buß. Neben mir sitzt Uta, Studentin an der Hochschule. Ich bin Elisabeth Dozi. Wir freuen uns jetzt schon auf diese Sendung. Dr. Buß hat viel Erfahrung als Missionar in der Evangelisation. Zu Beginn wollen wir aber gemeinsam ein Vaterunser beten. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dr. Buß, Sie haben ja ein recht reichhaltiges Leben hinter sich. Sie sind in einer Familie aufgewachsen, die nicht sehr gläubig war, in einer evangelischen Familie. Nach der Konfirmation haben Sie entschieden, sich von der Kirche abzuwenden, sind dann über ein einschlagendes Erlebnis wieder zurück zum Glauben gekommen, Pastor geworden, Familie gegründet, dann sind Sie zur katholischen Kirche konvertiert und sind nicht Priester geworden. Ja, das wurde mir angeboten, als wir auf dem Weg waren, katholisch zu werden. Aber ich habe damals dem Bischof gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich sehe meine Begabung, die mir Gott geschenkt hat, in erster Linie als Lehrer und als Missionar. Das sind die beiden eigentlich Begabungen, die sich auch bestätigt hatten in den 20 Jahren, wo ich evangelischer Vikar und Pastor war. Und deswegen habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht, Herr Bischof. Ich wäre dann Priester und ich wäre wieder Seelsorger. Ich habe immer gesagt, wir dürfen nicht um unseren Kirchturm kreisen. Wir müssen rausgehen, gehen in alle Teile der Welt, wie Jesus das sagt. Und da kann ich nicht in einer Gemeinde Hirte sein für die Leute. Ich bin immer lieber unterwegs. Und das Erstaunliche war dann, dass der Bischof auf diese Ablehnung, die ich gegenüber der Weihe als Diakon und Priester ihm dann geschrieben hatte, gesagt, lässt mich also zum Lizenziatsstudium zu. Damals war ich ja noch offiziell evangelisch und ich konnte dann die Lehrbefähigung in missionarischer Spiritualität erwerben in einer katholischen Hochschule. Und so bin ich dann schließlich auch hier gelandet als Dozent und ja, bin immer noch als Missionar tätig. Sie sind Missionar, Sie bezeichnen sich als Missionar. Wer ist Ihre Zielgruppe? Sie haben uns erzählt, dass Sie aus Hamburg sind, also aus dem hohen Norden. Also wer ist Ihre Zielgruppe? Wie arbeiten Sie? Also wir arbeiten leider auf ganz kleiner Flamme, muss ich immer sagen. Ich habe als evangelischer Pastor viele Glaubenskurse gemacht und auch die Bücher, die ich über das Buch, das ich über Glaubenskurse geschrieben habe, wurde in vielen hundert Gemeinden verbreitet und hat also ein sehr weites Feld und auch volle Netze sozusagen an neu bekehrten Christen. Viele hundert von Bekehrungen habe ich selber begleiten dürfen und inspirieren dürfen, sage ich mal, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Aber in der katholischen Kirche war es zuerst sehr schwierig, weil niemand eigentlich offiziell Mission wollte. Und wenn man dort als Missionar ankommt und sagt, ja, wir wollen hier neue Christen fischen, dann stößt man auf eine Kirche, die eigentlich, ich sag's mal ein bisschen scharf, hauptsächlich in Gremien sitzt, in Kirchengemeinderäten sitzt, im Gottesdienst sitzt, in irgendwelchen Gemeindegruppen sitzt. Aber das, was Jesus will, ist eine völlig andere Kirche. Er will eine gehende Kirche. Er will Missionare zu zweit aussenden und dass sie Menschen vom Evangelium erzählen. Und in der katholischen Kirche habe ich immer wieder getroffen Menschen, die sagen, ja, lebe so, dass man dich fragt nach deinem Glauben. Das halte ich für einen der schlimmsten und falschesten Sätze, die man sagen kann. Weil wir müssen, wenn wir darauf warten, dass Menschen unser perfektes, sündenfreies Leben entdecken, dann werden wir nie gefragt. Und wir müssen gebeten oder ungebeten über den Glauben reden, sei es auch nur in ganz einfacher Form, wie ich das mache, wenn ich mit einem Taxifahrer, dann sage ich dem Taxifahrer, der Muslim oft ist, ich bin katholischer Christ. So, das reicht schon. Dann kommt ein Gespräch über den Glauben in Gang.
Und diese Gespräche sind manchmal sehr schön. Wir tauschen uns aus über die verschiedenen Arten des Glaubens. Und ich kann auch sagen, dass Jesus Christus auferstanden ist und mein Herr ist. Was Muslime natürlich so nicht wissen, nicht gehört haben. Sie glauben, dass Jesus ein Prophet ist. Aber Jesus ist wesentlich mehr als ein Prophet. Er ist der Sohn Gottes und er ist auch mein Herr und mein Gott. Darf ich da noch was nachfragen? Habe ich das richtig verstanden? Sie missionieren unter Christen, damit sie wieder wirklich das Evangelium leben, erleben, nicht nur Taufscheinchristen sind, sie missionieren aber auch unter anderen Religionen. Also kurz gefasst, sie missionieren eigentlich bei jedem, der ihnen begegnet. Ja, das ist ja, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht, nehmt die Muslime aus, nehmt die Hinduisten aus, nehmt die Atheisten aus, nehmt die Evangelischen aus von der Mission, sondern er sagt, alle Völker, alle Menschen sollen zu Jüngern Jesu werden. Alle sollen getauft werden, und zwar auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, da gibt es keine Ausnahme. Und deswegen habe ich mir gesagt, ja, okay, wenn ich gerufen werde, missioniere ich gerne oder versuche ich gerne, das, was man Erstevangelisation oder Neuevangelisation nennt, die katholischen Christen. Das finde ich, ist die schwierigste Gruppe. Dann diejenigen Christen, die sozusagen weit weg sind von der katholischen Kirche, die vielleicht ausgetreten sind aus der katholischen Kirche. Da habe ich jetzt gerade in der Katechese-Gruppe zwei Ladies aus Afrika, die sind ausgetreten aus der katholischen Kirche, aber wollen jetzt wieder nicht eintreten, das ist falsch, aber sie wollen wieder aufgenommen werden in die katholische Kirche, bereiten wir zur Erstkommunion und zur Firmung vor. Das sind Menschen, die frage ich dann, ja, warum wollen sie das denn tun? Warum wollen sie sich jetzt auf eine monatelange Vorbereitung auf die Erstkommunion einlassen? Und die sagen, ja, ich möchte diese Freude des Glaubens erleben. Ich möchte den Frieden Jesu tiefer erleben. Und dann haben wir so kleine Gruppen von 5, 6, manchmal 10 Personen, die wir dann mit monatelangen Treffen auf diese Sakramente der katholischen Kirche vorbereiten und die dann tatsächlich erleben, wenn sich Jesus Christus im Sakrament in der Person zu sich nehmen, bei der Heiligen Kommunion, dass Jesus tatsächlich kommt und da ist und lebt. Und sie sind erfüllt dann von dem Geist Jesu. Und die Freude, von der wir gesprochen haben, die kommt tatsächlich durch den Heiligen Geist zu diesen lieben Menschen. Wenn Sie von wir sprechen, wer missioniert denn mit Ihnen oder wer macht diese Arbeit mit Ihnen? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist eine der Lektionen, die ich am Anfang gelernt habe, als ich nämlich 3 Jahre ganz alleine versucht habe, das Evangelium weiterzugeben, noch als evangelischer Christ. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nur Ärger gehabt. Ich habe keinen überzeugt. Ich habe keinen zu Jesus Christus geführt, wo ich das so gerne wollte. Ja? Und dann kam es dazu, dass schließlich erfahrene Menschen mich an die Hand genommen haben, sozusagen als Lehrling, so wie Jesus das auch macht. Ja, was wir von Jesus wirklich lernen können, ist, dass auch er nicht alleine missioniert hat. Er hatte immer Jünger um sich. Die ersten Jünger, die er berufen hat, das waren 4 Fischer, Simon und Andreas und Jakobus und Johannes. Die hat er dabei gehabt und die haben immer von ihm gelernt. Und so bin ich dann schließlich auch ein Lehrling geworden bei Missionaren und habe gelernt, dass man immer im Team missioniert. Auch solche Katechesegruppen leite ich nie alleine. Und wenn ich irgendwie diese Aufgabe alleine bekomme, bitte ich sofort um einen Mitarbeiter in der Ernte. Ja? Und die kommen auch immer. Das ist ganz faszinierend. Plötzlich spricht mich jemand an und sagt, kann ich bei Ihnen mitarbeiten? Und dann muss ich erst mal überlegen, ich habe dafür gebetet, dass ich jetzt Mitarbeiter bekomme, ja, weil ich es nicht alleine kann. Was sind Ihre persönlichen Vorbilder als Missionare? Also die katholische Kirche ist ja reich an Heiligen, Aposteln. Was sind Ihre ganz persönlichen Vorbilder, wo Sie sagen, so möchte ich es machen und davon habe ich gelernt? Ja, also da fällt mir eine Person sofort an. Das war der erste Heilige, der uns auf dem Weg katholisch zu werden begegnete, der Heilige Antonius von Padua. Er ist ja nicht nur ein Spezialist für das Wiederfinden von verlorenen Sachen, sondern er war in erster Linie ein großartiger Missionar, der verloren gehende Menschen
versucht hat zu finden, zu erreichen mit dem Evangelium. Er war ein armer Franziskaner, Missionar, ein sogenannter Bettelmönch, der auf die Straßen, auf die Plätze gegangen ist und das Evangelium verkündet hat. Und nicht immer mit großem Erfolg, aber auch mit Widerständen, wie wir das natürlich auch in der Mission heute immer wieder sehr stark erleben. Wir erleben sehr starke Widerstände, innerkirchliche, außerkirchliche. Aber letztlich ist der heilige Antonius von Padua für uns ja das große Vorbild. Und nicht nur Vorbild, dass wir das versuchen nachzumachen, sondern der Heilige lebt im Himmel und hört unsere Fürbitten. Und nach fast jeder heiligen Messe, die wir besuchen, knie ich nieder vor der Statue des heiligen Antonius und sage, Herr, hilf mir, heiliger Antonius, hilf mir, diejenigen Personen zu finden, die verloren gehen für das Himmelreich. Wir leben in einer immer säkularer werdenden Welt. Was würden Sie als die größten Nöte der Menschen bezeichnen, denen Sie begegnen? Ja, die größte Not ist, glaube ich, das, was man oder was ich auch in einer vorigen Sendung mal so gesagt habe, das normale Leben. Was ist das normale Leben? Das normale Leben, was wir in Norddeutschland erleben oder auch an anderen Punkten, ist, dass man letztlich ohne Gott lebt. Man lebt ohne Gott, man wird getauft, gefirmt, aber lebt letztlich ohne Gott. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit geworden, auch was wir in der kirchlichen Verkündigung erleben, dass kaum noch zum Beispiel es deutlich wird, welche kolossalen Reichtum, welche Größe zum Beispiel die Taufe hat, warum sie heilsnotwendig ist, warum es nur ein Heil im Namen von Jesus Christus gibt. Ja? Das hört man so wahnsinnig selten und nur beiläufig. Also die Taufe, die wird so, ich sag's mal ein bisschen deutlicher, so wie verschimmeltes, altes, hart gewordenes Brot angeboten. Ja, man muss sie irgendwie taufen lassen und man sagt nicht, dass die Taufe die Erbsünde überwindet, dass sie uns zu Bürgern des Himmels macht, zu Kindern Gottes macht. Wir werden in die Familie Gottes aufgenommen. Wir tragen seinen Namen, nämlich den dreifaltigen Namen. Ja, das wird alles nicht gesagt, sondern ja, irgendwie die Taufe vermittelt die Würde des Menschen. Also das ist doch wirklich kalter Kaffee. Ja, man muss wirklich überzeugt sein davon. Und wir hören davon so wenig in den Messen, wenn die Priester die heilige Taufe feiern. Das muss ein Riesenfest sein, dass man dann durch Wasser und Geist neu geboren wird. Ja? Das fehlt sehr, sehr in der Kirche. Und wenn wir dann darauf hinweisen und das auch in ein bisschen deutlicher Form, wie ich das jetzt eben gerade gemacht habe, tun, ja, dann bekommt man natürlich auch Gegenwind. Aber den müssen wir aushalten, den hat Jesus auch aushalten müssen. Man sieht auch, wie sehr Ihnen das am Herzen liegt, dieses Thema. Wir haben uns auch in der Vorbereitung ja auch Gedanken gemacht, was wir Sie alles fragen können. Und vor allem dich, also die Jutta, hat sehr interessiert, wo dieser innere Antrieb herkommt für die Mission. Wo sich der entzündet hat vielleicht auch. Ja, also der hat sich an der Bekehrung entzündet. Als ich im Alter von 23 Jahren, als Jesus zu mir gekommen ist, durch das Gebet eines Mönches und eines evangelischen Pastors, da habe ich diesen Anstoß bekommen. Und wie Paulus das auch sagt, der Heilige Geist schiebt ein, oder Johannes Paul II. Sagt das auch, dass der Heilige Geist so ein ständiger Motivator ist, so, der uns dazu missioniert, oder Paulus sagt es mit anderen Worten, es liegt ein Zwang auf mir, sagt er, Ananke auf Griechisch, ich muss das tun. So ist letztlich auch mein Abschied aus der evangelischen Landeskirche gekommen. Ich habe meinen damaligen Kirchenoberen immer gesagt, ich muss das tun. Und ich kann nicht anders. Und die Entscheidung der damaligen Kirchenleitung war die, dass sie sagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht mehr. Das war für mich dann der Moment, wo ich von meinem Gelübde Abschied nehmen konnte, in der evangelischen Landeskirche zu arbeiten. Und so bin ich dann katholischer Christ geworden und stelle auch fest, dass hier unter den Studenten viele, viele sehr dankbar sind, wenn ich diese Impulse jetzt hier weitergebe. Gerade heute Morgen mit einem
Pater aus Indien gesprochen, der mein Missionsseminar besucht hat, der mir nochmal sagte, ja, es war sehr, sehr schön, sagte er gerade zu mir heute Morgen, als ich ihn in der Cafeteria traf. Sie haben immer wieder mal durchklingen lassen, dass es nicht nur schön ist, aber auch manchmal schwierig sein kann, dass es viele Widerstände gibt. Woher beziehen Sie Ihre innere Kraft, weiterzumachen, weiterzugehen? Was sind Ihre Kraftquellen? Also man darf sich nicht vor allen Dingen also bitter machen lassen, wenn man abgelehnt wird. Das passiert natürlich leicht. Mir wurde einmal der Firmenunterricht in unserer Heimatgemeinde anvertraut, wo wir wohnen. Und ich habe dann gesagt, weil mir ein sehr esoterisch gestimmtes Leiterhandbuch gegeben wurde für den Unterricht, wo Jesus Christus gar nicht vorkam, sondern alles Mögliche, ja. Jesus Christus kam auf den 120 Seiten dieses Leiterhandbuchs nur einmal vor, nämlich auf einer Seite unter der Frage, wer war Jesus Christus? Schon diese Frage stört mich total. Wer ist Jesus Christus? Er lebt ja. Man kann Jesus nicht wie eine historische Person behandeln. Da habe ich gesagt, nee, das Leiterhandbuch will ich nicht haben. Wir nehmen den UCAT, offiziell das Material der katholischen Kirche von Papst Benedikt empfohlen und weltweit verbreitet. Und diese Entscheidung führte dazu, dass man mich sofort als Leiter dieses Firmenunterrichts abberufen hat, ohne Rücksprache übrigens mit mir. So was macht man dann? Wird man sauer auf denjenigen Pastor, der ohne Rücksprache einen sozusagen absetzt? Oder sagt man, ja, ich schüttel den Staub von den Füßen, wie Jesus sagt, und kann dort leider nicht dienen, ich gehe woanders hin. Und deswegen versuche ich dann auch darüber Frieden zu finden. Ich versuche, diesen Personen zu vergeben und bitte um den Heiligen Geist, dass er mich woanders hinführt. Und das geschieht dann auch, dass Priester mich dann fragen, können Sie bitte diese eine Person auf die Taufe, auf die Erstkommunion vorbereiten? Und dann sage ich, ja, okay, auch wenn es nur eine Person ist, das mache ich gerne. Und dann kommen in der Regel eine Reihe von anderen Menschen dazu und ich finde Mitarbeiter und so. Ja, geht man Stück für Stück weiter. Und ich versuche, freudig und fröhlich zu bleiben, weil das sozusagen die Grundmelodie eigentlich des Glaubens ist, wie das der heilige Franziskus sagt, die heilige Fröhlichkeit des Glaubens nennt er das. Das ist für uns so wichtig. Und die schenkt der Heilige Geist ja immer wieder, das ist das Schöne. Wenn wir jetzt auch vorhin über die Studenten geredet haben. Ja. Ihre Arbeit gliedert sich ja sozusagen in zwei Teile, würde ich meinen. Einmal die Mission selber, aber dann noch die Weitergabe des Missionshandwerks, ich weiß nicht, wie ich nennen soll. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das bei uns im B&B Verlag erschienen ist, Mission Menschenfischer. Ich würde mal vermuten, viel von dem, was Sie darin schreiben, deckt sich auch mit dem, was Sie den Studenten mitgeben. Aber vielleicht können Sie für unsere Zuseher auch erklären, wie es ans Missionshandwerk einfach geht. Ja, ich habe so den Untertitel ja hier geschrieben, mit Jesus lernen, neue Christen zu gewinnen oder neue Christen zu fischen. Ja? Das ist der Auftrag von uns als Menschen, Fischer. Und das heißt wirklich, dass man sozusagen sich von Jesus an die Hand nehmen lässt und das versucht zu lernen, wobei dieses Lernfeld sehr, sehr groß ist. Das sieht man schon, wie die Apostel, die ersten Jünger, es lernen mussten, hinter Jesus erstmal hinterherzukommen. Ja? Er hat ein doch gewaltiges Tempo drauf und er heilt dann alle Krankheiten, er heilt alle Kranken, die ihm begegnen, er treibt die bösen Geister aus und dann denkt man, boah, was ist das? Ja? Und was heißt es, das Evangelium in Vollmacht zu verkünden, sodass die Menschen sagen, er lehrt nicht so wie die Schriftgelehrten, sondern er lehrt mit Vollmacht. Seine Worte sind nicht leer, sondern sie sind voll. Und sie bewirken etwas. Seine Worte bewirken, dass Stürme gestillt werden, dass 5 Brote sich verwandeln, sodass 5000 Menschen satt werden. Das ist ja so das Innere des Evangeliums. Ja. Und da steht man natürlich so wie ein armer Knecht da. Ja. Handwerk, ja, fragen Sie danach. Ich würde sagen, erstens, okay, man muss bekehrt und geisterfüllt sein. Das ist etwas, was unbedingt da sein muss, sonst hat man sozusagen nicht diese Kraft, etwas zu machen. Man muss zweitens in einem Team arbeiten und sich das zeigen lassen. Also wenn bei mir Mitarbeiter sind, dann gucke ich immer darauf, ob sie Fragen stellen, ob sie lernen wollen.
und ob Sie auch meine Fehler sehen, ja, und da können wir drüber sprechen. Und ja, was ist noch wichtig, dass wir vor allen Dingen den Menschen dienen wollen, dass wir nicht an uns selbst denken, an unsere eigene Anerkennung oder so, wir wirklich den Menschen dienen wollen. Wenn jemand krank ist, beten wir für ihn, so, weil Jesus sagt, heilt die Kranken. Wir beten einfach für sie. Das richtet sich nicht gegen Ärzte und so, meine eigene Frau ist Ärztin, da würde ich nie was gegen sagen. Wir sagen keinem, dass er seine Operation absagen soll, aber wir beten für ihn, dass der Heilige Geist sie oder ihn heilt. Wenn jemand Belastung hat, beten wir auch für sie, dass er oder ihn, dass er frei wird. Und ja, wir versuchen das Evangelium wirklich so zu verkünden, wie es in der Bibel steht. Nicht, wenn es dort steht, Jesus heilt einen Blinden, dann meinen wir, dass erstens Jesus heilt, dass er nicht tröstet, sondern heilt und dass er einen Blinden heilt. So. Das ist ziemlich naiv und sehr untheologisch, wenn man das so sich anschaut. Aber das ist das, was Menschen glauben, dass das Wort Gottes wahr ist. Und Paulus sagt, der Glaube entsteht aus dem Hören. Und nicht aus unseren Geschichten und irgendwelche ausgedachten Philosophien. Wir Christen haben ja keine menschengemachte Religion, wie Karl Marx kritisiert, sondern wir haben einen offenbarten Glauben und den verkünden wir, auch wenn es irgendwie naiv und unintelligent und irgendwie so erscheint. Haben Sie auch einmal erlebt eigentlich bei der Mission, dass Ihr Versuch, eine Person für Christus zu gewinnen, auf Widerstand oder auch auf Ablehnung gestoßen ist? Ja, also ganz, ganz viel. Und wie geht man damit um? Oder woran liegt das vielleicht auch? Gibt es vielleicht auch falsche Missionierungsversuche? Ja, natürlich. Da müssen wir uns immer fragen, ob wir unbarmherzig waren oder so oder lieblos irgendwie was verkündet haben. Das machen wir in der Mitarbeiterschaft auch immer wieder. Wenn wir so eine kleine Runde haben, was haben wir denn falsch gemacht, wofür müssen wir Gott um Vergebung bitten? Aber es gibt so einige typische Widerstände, wo wir eigentlich relativ schnell erkennen, dass es nicht an uns liegt, sondern an anderen Mächten. Ich habe in fast allen Glaubenskursen, allen Evangelisationen, Missionen eins erlebt, dass es so ganz komische Sachen gibt am Anfang, die passieren. Da geht plötzlich ein Auto kaputt, da wird ein Mitarbeiter unmittelbar vor Beginn einer Evangelisation plötzlich krank, da geht etwas verloren, was sehr Wichtiges ist. Oder wenn man mit der Evangelisation begonnen hat, dann treten plötzlich Menschen auf, die beschimpfen einen, ja richtig. Ja, also man hat nur erzählt, was Jesus gemacht hat und die beschimpfen einen deswegen, weil man den Namen Jesus genannt hat. Und dann weiß man eigentlich schon, woher der Wind weht. Das ist nicht... Irgendwie, man muss es den Menschen nicht übel nehmen, aber sie sind in bestimmter Art und Weise auch von bestimmten Mächten geprägt. Und wenn wir dann, in der Regel reagieren wir darauf, dass wir nicht da groß diskutieren, sondern wir sagen, okay, wir bitten unsere Gebetsgruppen dann für diese Menschen zu beten. Und wir erleben dann im Lauf von einem Glaubenskurs oder einer Evangelisation, dass diese Menschen auch davon frei werden. Und die kommen dann dritten, vierten Abend an und sagen, ja, jetzt höre ich den Namen Jesus gerne, ja. Ich habe begriffen, dass er mich nicht einschränken will, sondern er will mich heilen und mich befreien. Und in dem Namen Jesus liegt wirklich das größte Heil und die Heilung der ganzen Welt und meines Herzens auch. Ja? Das ist das, was wir letztlich verkünden. Und ja, und insofern, ja, einige gehen auch weg dann. Das muss ich auch immer wieder sagen. Sie gehen etwas mit zornigem Herzen weg. Aber andere kommen und hören das Evangelium und werden gläubig. Vielleicht zum Schluss, leider in Kürze, weil wir schon die Sendung uns sich schon am Ende zuneigt, um auch den Zuschauern noch Mut zu machen, hätten Sie denn einen ersten Tipp, den es braucht, um auch hinauszugehen und das Wort Gottes zu verkünden? Ja, das habe ich. Einen ganz einfachen Tipp. Und zwar, mir geht das immer so, dass ich ein Stück auch faul werde, das Evangelium zu verkünden. Weil es immer so ein bisschen unbequem ist, nicht? Man muss irgendetwas opfern, man muss Zeit opfern, man will vielleicht im Zug fahren und will seine Ruhe haben, will ein Buch lesen oder irgendetwas, ja. Und dann ist ein Tipp, oder man fährt mit einem Taxi und will eigentlich nur zum Flughafen gebracht werden oder woanders hin. Und dann ist so ein Tipp, den ich mir selbst auch immer wieder sage, dass ich zu Jesus am Anfang sage, Herr, ich bin bereit, von dir zu reden.
Ich warte jetzt nicht darauf, dass Menschen mich auf mein sagenhaft tolles, super Leben, meinen Lebensstil ansprechen. Der ist nämlich nicht super und toll, sondern Herr, ich bin bereit, jetzt von dir Zeugnis zu geben. Und das Erstaunliche ist, Sie sitzen in einem Zugabteil oder irgendwie und plötzlich, Sie kommen fast automatisch ins Gespräch. Sie kommen mit dem Taxifahrer ins Gespräch, wenn Sie nur sagen, dass Sie Christ sind. Und viele Muslime reagieren darauf ja positive, weil sie die Menschen eigentlich verachten, die ungläubig sind. Ja? Und es, extreme Islamisten könnte man wahrscheinlich so nicht überzeugen, aber den normalen Mohammedaner, den normalen Muslim oder die Muslima, kann man damit ansprechen. Und sie sind immer interessiert, über Gott zu reden und wer Gott ist und was der Glauben ist und welche ethischen Folgerungen das auch hat, wenn ich gläubig bin. Ja? Und das klappt fast immer. Aber wenn ich allerdings sage, hier, Herr, ich möchte jetzt mit dem Zug fahren, ich will mich erholen, ich will mich entspannen, keiner wird Sie ansprechen. Und das ist dann wirklich ein aufregendes Leben, was man täglich führen kann. Und was die Früchte sind, ja, darüber mache ich mir nicht so viel Gedanken, sondern überlasse es dann Gott. Segne die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und Gott wird schon wissen, wie die Menschen dann weitergeführt werden. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Gerne. Buß. Vielen Dank, liebe Zuschauer, für das Zuschauen. Wir hoffen, dass diese Sendung Ihnen gefallen hat. Wenn Sie Fragen haben, bitte zögern Sie nicht, uns zu schreiben an die eingeblendete E-Mail-Adresse frage@hochschule-heiligenkreuz.at. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag.